Ja, mein Kollege Johannes Hohlbein ist für uns vor Ort und beobachtet die Lage. Johannes, unschöne Szenen, heißt es, soll es gegeben haben. Weißt du schon mehr? Ja, also ich habe gerade mit einem Ultra gesprochen, der in einem dieser Fanbusse sitzt. Und er hat mir halt erzählt, dass es sehr, sehr scharfe Kontrollen gab an der serbischen Grenze. Einzelne Ultras wurden rausgezogen, sollten sich in einer Kabine dann nackt machen. Und wenn sie sich verweigert haben, dann kam die Polizei mit Schlagstöcken. Der VfB hat Kontrollen bestätigt, auch scharfe Kontrollen. Er hat nicht bestätigt, wie die genau aussahen. Klar ist, dass die 10 Ultrabusse zurückfahren nach Stuttgart und nicht heute hier im Stadion sind. Aus der Stadt haben wir von Fans gehört, dass sie zum Teil von Vermummten verfolgt worden sein sollen. Also das sind auch heftige Szenen gewesen. Wir haben auch gehört, dass einzelne Fans wohl geschlagen worden sind, dass manche sogar auch ins Krankenhaus mussten. Aber ich muss auch dazu sagen, wir persönlich haben das nicht gesehen. Wir haben Videos gesehen, wir haben Eindrücke geschildert bekommen, aber selber haben wir das nicht miterlebt. Ja, angespannte Stimmung vor dem Spiel und vielleicht wissen wir später mehr. Danke, Johannes, fürs Erste. Wir